play there. Actually, ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gilliffy. Oh no, Gilliffy, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schocks und recht herzlich willkommen zu einem weiteren E-Sport Report. Es ist wieder einiges passiert in der vergangenen Woche und ich würde sagen, wir fangen mit der SCO One Nummer 2 an, die vergangenes Wochenende in Paris stattgefunden hat. Auf dem Event waren nicht sehr viele bekannte Teams, einige der wenigen davon waren einmal EQ aus Belgien, Ascentia und Vitality. Den ersten Platz belegte das belgische Team EQ mit 3000 Euro Preisgeld, den zweiten Platz Ascentia und überraschenderweise wurde der dritte Platz mit 1000 Euro Belohnung Ambition Avengers, ein relativ unbekanntes Team, und was für alle sehr, sehr überraschend war, Vitality belegte nur den vierten Platz. Des Weiteren wurde letzte Woche bekannt gegeben von der MLG und von Activision, dass die Dachregion, also die deutsche oder die deutschsprachige Region, endlich zusammengefasst wurde. Es gehört jetzt nun für die Call of Duty Weltmeisterschaften 2015 Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen. Hier seht ihr auch die Daten für die Qualifiers und hier auch nochmal rot umrahmt. Das ist auch wirklich offiziell. Es ist ein Screenshot von der MLG-Seite. Germany, Austria, Switzerland gehört zusammen nun. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fortschritt für die deutschsprachige Szene. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das ich euch unten in die Beschreibung mit verlinken werde, wo ihr noch genauere Informationen dazu bekommen könnt. Auch der Electronic Sports World Cup hat ihr erstes Call of Duty Advanced Warfare Turnier für 2015 bekannt gegeben. Das Ganze wird vom 2. bis zum 3. Mai in Paris stattfinden. Es werden vor Ort um die 12.000 Zuschauer dabei sein, die sich das Ganze live anschauen. Es wird um 50.000 US-Dollar Preisgeld gehen und es werden insgesamt 8 Teams darum kämpfen, beziehungsweise 8 Teams können sich für dieses Event qualifizieren. Auch dazu habe ich bereits in der vergangenen Woche ein extra Video gemacht, das ich euch auch unten mit in die Beschreibung verlinken werde. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Wer es noch nicht gesehen hat, da findet ihr auch noch genauere Informationen. Zudem kann ich euch verraten, dass nächste Woche nochmal neue Infos announced werden zu der ESWC. Das Ganze werdet ihr natürlich auch wieder im eSport Report am kommenden Sonntag hören. Es gab natürlich auch wieder aufgrund der Call of Duty Weltmeisterschaften einige Roster Changes und einmal hat sich das holländische Team von Fab Games aufgelöst aufgrund dessen, wie hier Daredevil twittert, dass Rush das Team verlassen hat. Somit hat Torres gesagt, er will auch nicht mehr spielen und dann blieb wirklich nur noch Daredevil übrig und Daredevil hat dann hier nochmal announced, dass er mit Dave und mit Semper ein Team aufmachen wird, um die Benelux-Qualifikation mitzuspielen und die sind noch LF1 für die Champs und suchen wie gesagt noch einen Spieler. Auch in der amerikanischen Szene hat sich natürlich wieder einiges getan in der vergangenen Woche. Einmal hat hier Miyagi bekannt gegeben, dass er für die Call of Duty Champs 2015 den Team von Rise Nation joinen wird. Somit besteht das neue Rise Nation Team für die Weltmeisterschaften aus Miyagi, Sender, Diabolik und Pac-Man. Am vergangenen Mittwoch hat Sensor in einem Video bekannt gegeben, dass er und Apathy aus FaZe gedroppt wurden und dass Aches das neue offizielle FaZe Red Team bilden wird. Es wird auch noch ein zweites FaZe Team geben, dazu aber gleich später noch was. Das offizielle FaZe Red Team für die Call of Duty Champs und für die MLG Pro League Season 1 besteht nun aus Aches, Parasite, Enable und Slasher. Sensor und Apathy wurden daraufhin zu Mochilla und Classic zu Justice Pro getradet und werden somit Justice Pro in der restlichen MLG Pro League Season 1 vertreten. Apathy und Sensor werden jedoch FaZe Black auf den Call of Duty Weltmeisterschaften vertreten. Sie suchen jedoch noch 2 Spieler für dieses Team und dieses Team wird lediglich für die Call of Duty Weltmeisterschaften 2015 bestehen. Einige von euch haben mich noch auf Twitter gefragt, ob ich was zur momentanen Situation von Optic Nation sagen kann. Leider ist noch nichts Offizielles bestätigt worden. Nur so viel ich weiß, ist das momentane Optic Nation Roster nicht teilnahmeberechtigt an den Call of Duty Weltmeisterschaften, da sie nur 2 amerikanische Staatsbürger drin haben, einmal TP und einmal Profi. Und du musst mindestens laut dem Regelwerk 3 amerikanische Staatsbürger im Team haben, um für die US zu spielen. Und wie gesagt, Zwonny ist Engländer, Karma ist Kanadier, somit ist das Team nicht teilnahmeberechtigt, was aber die jetzt genau machen, kann ich nicht sagen, ist noch nichts Offizielles bestätigt. Ich habe nur Gerüchte gehört, dass Swanny für ein englisches Team spielen soll und Optic Nation sich noch einen neuen vierten holen wird, aber wie gesagt, sobald die offizielle News kommen, werde ich euch natürlich darüber informieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, bewerten und kommentieren bitte nicht vergessen und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, servus, euer Schocks.